Klar, für mich ist Düsseldorf meine Heimat und ich fühle mich total hier verwurzelt in Düsseldorf. I love this city, I love these people. Ich habe jetzt schon vieles gesehen, aber ich finde, Düsseldorf hat so alles, was ich brauche. Vor ein paar Jahren war es noch auf jeden Fall so, dass ich mich nicht so direkt mit der japanischen Ästhetik verbinden lassen wollte. Aber ich glaube, ich kann das gar nicht abschalten. Ich bin Jimmy Kobayashi, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Designer und Keramikkünstler. Ich bin in Düsseldorf geboren und auch aufgewachsen. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mein Familienwappen als Logo zu nehmen, weil dieses Handwerk traditionell japanisch ist. Ich habe mir irgendwann gedacht, so, okay, ich will das nicht nur für mich machen, ich möchte es auch für meine Großeltern machen, für meine ganze Familie, dass die dann auch irgendwie stolz auf mich sein können. Wenn man halt Hunger auf Heimat hat, kriegt man in Düsseldorf alles. Mein Name ist Masao Kobayashi. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Gastronom im Restaurant von meinem Vater. Ich bin in Osaka geboren und bin in Düsseldorf aufgewachsen. Der Umzug nach Deutschland war aufregend. Umfeld kannte ich nicht, die Sprache konnte ich nicht. Aber als Kind lernt man das sehr schnell. Unsere Eltern sind in den frühen 90ern nach Düsseldorf gekommen. Seit 86 gibt es das Restaurant. Unser Vater hat das halt 93 übernommen. Die japanische Community in Düsseldorf ist ja halt mega, mega groß. In Düsseldorf heißt es ja schon Little Tokyo. Für unsere Eltern oder für etliche Japaner, die nach Deutschland ziehen, erste Anlaufstelle ist Düsseldorf. In den 90ern wurde es viel heterogener. Wir haben viel mehr Japaner, die hier hinkommen, um sich vor Ort zu verwirklichen, sei es auf künstlerische Art und Weise oder auch im kulinarischen Sinne. Ich bin Konstantin Plett. Ich habe über die Geschichte des japanischen Wirtschaftsstandortes Düsseldorf geforscht. Heißt, ich habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, warum kamen eigentlich die Japaner nach Düsseldorf? Im Rahmen meiner Doktorarbeit kam ich zu der Erkenntnis, dass anders als meist angenommen, weder die geografische Lage oder die Infrastruktur Düsseldorfs ausgebend für die Entstehung des Wirtschaftsstandortes waren, sondern Düsseldorfs Rolle als Schreibtisch des Ruhrgebietes. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte Japan Technologien für den Wiederaufbau der eigenen Wirtschaft und deswegen expandierten die japanischen Unternehmen hierhin, um Kaufverträge mit den deutschen Stahlindustrieunternehmen abzuschließen. There are many Japanese supermarkets on Imamastrasse and you can easily reach almost everything. If we open the door, basically it's Japan inside. 私はミラです。35歳で、私は福岡で生まれて、福岡で生まれ育ちました。I'm a vegan recipe developer. Although dishes are familiar to European people, I put some Japanese essence into it. It's unusual taste, unusual twist. I make whatever I wanna make, but all vegan.I was grown up in pretty strict family. They expected me to go to good school and good job and good money, this kind of family. And I was following that until 30 years old. But when I was 30 years old, I quit the job. And I became a backpacker for 2 years. I was not working and I came to Düsseldorf. And now I'm doing Instagrammer. Wir hatten halt nicht viel Geld und deswegen hatten wir halt nicht sowas wie PlayStation, Nintendo zu Hause, sondern wir hatten ein Kartenspiel. Mein Name ist Yuta Maruyama, ich bin 38 Jahre alt, bin in Tokio geboren, in Düsseldorf hier in Deutschland aufgewachsen und ich bin hauptberuflich Zauberkünstler. Beispielsweise der Japaner, der reagiert auf Zauberei relativ schnell beeindruckt. Wobei der Deutsche eher skeptisch ist. Wenn man auf die Bühne kommt und man sagt, ich bin Zauberkünstler,
dann lehnt sich so der Deutsche zurück und sagt, na, dann zeig mal. 8 Monate nach meiner Geburt sind meine Eltern nach Deutschland gezogen. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter hatten keine Sprachkenntnisse. Alles war neu, man war einfach auf der anderen Seite des Planeten. Mein Vater hat damals für eine japanische Gitarrenfirma gearbeitet und er sollte eine Filiale im Ausland aufbauen. Und er hatte die Wahl zwischen New York und Düsseldorf. Aber ich bin mega froh, hier in Düsseldorf gelandet zu sein. Die ersten japanischen Entsandten mussten erstmal Büros finden, also Ein-Mann-Büros quasi, wo sie von alleine aus das Europageschäft ihrer Unternehmen in Japan hier aufbauen mussten. Heutzutage haben wir auch Japanerinnen und Japaner zweiter Generation hier in Düsseldorf, die hier groß geworden sind, da sich die Familien schon in den 80er oder 90er Jahren entschieden haben, ihr Leben hier in Düsseldorf weiterzuführen und nicht nach Japan zurückzukehren. Zu Hause haben wir die japanische Kultur erlebt. Meine Mutter hat zu Hause japanisch gekocht, wir haben japanische Kinderbücher gelesen. Deswegen war das schon aufgeteilt in draußen Deutsch, zu Hause japanisch. Die ersten Erfahrungen draußen mit der japanischen Kultur habe ich eigentlich erst im Jugendalter erlebt. Da habe ich dann halt auch Japaner kennengelernt, Orte kennengelernt, wo man eben die japanische Kultur ausleben kann. Wir sind zusammen japanisch essen gegangen, wir waren in japanischen Izakaya-Läden, waren auch japanische Karaoke-Läden. Das war auch für mich dann doch überraschend, dass es so ein großes Angebot gibt. Man hat hier in Düsseldorf authentische Restaurants, einen japanischen Kindergarten, eine weiterführende Schule, man hat einen Waschsalon. Also es muss nicht unbedingt ein Sushi-Restaurant sein. Für mich ist Düsseldorf meine Heimat. Ich fühle mich total hier verwurzelt in Düsseldorf. Mein Name ist Takao Baba. Ich bin Choreograf und Tänzer und bin 48 Jahre alt. Mein Name ist Kunie Baba, 79 Jahre alt. Ich bin Yoga-Lehrerin. Ich bin in Tokio, Japan geboren und bin mit 6 Monaten hier nach Düsseldorf gekommen. Mein Mann hat in Deutschland eine GmbH. Und dann, wir haben so geplant, ein paar Jahre. Also es war zuerst gar kein Plan, hier so lange zu bleiben oder so. Ja, es hat sich so ergeben. Jetzt schon 46 Jahre. 2004, als wir hier das angefangen haben, gab es wirklich nichts außer das Tanzhaus NRW. Aber es gab halt nicht diese urbane Community. Wir haben dann angefangen, die ersten Veranstaltungen hier in Düsseldorf zu machen. Und dann sind wir immer größer geworden. Das Niveau war dann immer sehr hoch in Düsseldorf. Und so hat sich das über 10 Jahre lang sich so eine richtig große Community hier in Düsseldorf und Umgebung gebildet. Es war immer schon für mich damals ein Traum gewesen, mit Japan zu kollaborieren, weil die waren immer schon weiter. Und so hat sich dann immer so eine Verbindung zwischen Japan und Deutschland aufgebaut. Und im Japan-Tag habe ich dann Dancy Light organisiert. Das ist so ein Show-Contest, wo dann die Gewinner nach Japan geflogen sind. Ich bin halt in der Hip-Hop-Kultur groß geworden und das ist halt ganz normal, interkulturell zu sein. Dass auch die Japanerinnen und Japaner Düsseldorf quasi zu einem Symbol der Internationalität der Stadt wurden. Das ist halt keine Selbstverständlichkeit, sondern da stecken Leute hinter, die das aufgebaut haben über die Jahrzehnte. Hätte damals sich nicht die Stadt Düsseldorf auch für die Förderung des Standortes eingesetzt oder auch das japanische Generalkonsulat kooperiert, dann wären einfach viele Dinge nie angestoßen worden, so wie wir sie heute hier kennen. Die haben den Grundstein gelegt für den Aufbau der japanischen Community hier in Düsseldorf, sodass immer mehr japanische Unternehmen Düsseldorf als Niederlassungsstandort wählten. Hierdurch wurde die Stadt schon Ende der 70er Jahre quasi zum Europazentrum Japans. In Düsseldorf ist halt das Besondere, dass durch Veranstaltungen wie der Japan-Tag, der dann auch ab Anfang der 2000er jährlich veranstaltet wurde, Fans von popkulturellen japanischen Erzeugnissen die Möglichkeit gibt, sich hier in Düsseldorf zu vernetzen und auch ihr Hobby auszuleben. Manga und Anime sind einfach nun mal Teil der japanischen Kultur. Der Japan-Tag, wo mehrere hunderttausende Besucher nach Düsseldorf reisen. Und die sorgen natürlich auch nochmal dafür, dass einfach Manga- und Anime-Fans aus ganz Deutschland Düsseldorf auf dem Schirm haben, als ein Ort, wo man irgendwann mal definitiv hinfahren sollte. In the Japan-Tag, usually there are many Japanese food trucks on the street. And this year, if I could join, of course, I would love to join.